Aber lassen wir beim nächsten Spiel. Und ich habe einen Dame dabei. Good Dog. Und wir gucken uns heute an Arcane Ale gegen Merfolk. Fische. Genau. Fische sind hier in dem Fall gespielt worden, weil sie bei mir ganz gut funktioniert haben in letzter Zeit wieder. Fand ich sehr, sehr spannend. Auf der anderen Seite, das Arcane Ale ist eine Adaption von Dedka Ale. Mit Baumeister? Mit Baumeister. Ja. Genau. Überraschung. Genau. Gleichzeitig ist aber auch, glaube ich, eine Scam Shell, eine leichte mit drin. Also mit Grief on Real. Yes. Ja. Kein Turn 1 von Orken Ale. Nee, nee, nee. So viel haben sie nicht mehr für 1 drin. Zusätzlich dazu ist ja sowas wie der Bob oder was draußen. Das ist ein Staff of the Taurus. Storyteller. Yes. Er gibt ein Spirit, deine Marke. Ja, mit dem Ork Spawnmaster halt mega. Weil er bringt ja einen Token rein. Ja, und dann kannst du die Karten ziehen. Man hat sowas drin wie die, die Kaiserin. Ah ja, die Wandering Emperor. Die ja. Macht ja auch Token. Hm. Und tatsächlich auch sowas wie Kaldra, die ja mit dem Token reinkommt, der dann auch gemacht wird. Das sind eine Menge Token so im Endeffekt. Yes, genau das. Und deswegen sind die Stäbe hier als weiße Karte drin. Und zwar im Slot von Bob. Hm, interesting. Yes. Auf der anderen Seite haben wir, glaube ich, einen Straight-Up Beatdown mehr Erfolg. Ist, glaube ich, kein Combo mehr Erfolg. Ja, auf Small geht halt immer, ne? Ja, schon. Also eben habe ich noch einen Force im Draw gesehen und wahrscheinlich eine Menge Fische auf der Hand. Da kommt der Fisch, der Karten zieht. Da zeigt man den Fisch, der Karten zieht. Das ist der Artfuck schon wieder. Ja, ist halt New Border, bin ich raus. Genau. Die sind natürlich ein bisschen gefährlicher mit Bowmaster. Die sind eins hinten, ne? Genau, die sind zwar eins. Auf der anderen Seite muss man jetzt auch sagen, wenn man hier mit Lord spielt, kann halt, vor allem mit der Weil ist das nice. Yes. Und man hat True Name drin. True Name ist, glaube ich, auch gerade aktuell, wo sich jeder auf den Bowmaster verlässt, glaube ich, wirklich eine gute Karte. Da kommt steht man Turok? Nein, Fortzi ist tatsächlich. What the fuck ist denn das? Man will hier 4 Mana benutzen? Ja, hier wird der Ork wahrscheinlich gespielt. Man wird hier einfach das Dark Red gespielt haben als Pitch für den Fortzi sozusagen. Ach so, da ist auch der True Name, da ist ein Lord, da ist noch ein Lord, da ist schon wieder der zum Cutten ziehen. Ja. Und Force. Ja, da wird wahrscheinlich Force gehen, oder? Ja, ich denke auch. Hier würde ich auch das Force nehmen. Würde ja, Blue Pitch hat er ja genug. Bei den True Name wird man nicht wirklich los, aber... Boah, der True Name kann halt auch böse werden, ne? Ja. Da musst du halt echt schon überlegen. Boah, das ist schon spannend, die Auswahl tatsächlich. Ja, das kann dir bitterböse in den Arsch beißen, wenn du je nachdem, was du nimmst. Weil ich würde tatsächlich jetzt den True Name nehmen und je nachdem darauf hoffen, dass der mir was forst. Weil dann nimmst du ihm 3 Handkarten. Ja, True Name und dann den Orkisch spielen und hoffen, dass er den forst mit einem der Lords. Für nächste Runde Card Draw into Lord. Ich denke, das ist die Way, die mir geht. Weil den True Name kannst du nicht aufs Board kommen lassen. No way. Nee, den kriegst du halt nicht gehandelt. Es sei denn, du gehst dann mit Kaldra oder so halt dann wirklich selber nicht auf den Leben. Ach, da brauchst du schon fast eher Better Skull. Weil du den Life, die Leben brauchst. Hier ist der ja nicht drin. Ah, ja. Dafür ist die Fackel drin, die dir. Dungeon. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Ja, das Deck hat wenigstens kein One Ring, oder? One Ring Emperor, 2 Stück. One Ring? Ach nee, One Ring nicht. Nee, der eine Ring. Kein eine Ring. Der Ring of Dingerling. Nee. Also ich denke, hier geht man wirklich mit dem True Name und nimmt dann das Force weg. Abi wird sich entschieden, das Force zu discarden. Und sagt mir, der Kreaturen komme ich klar. Das ist spannend. Ja, hier muss man aber jetzt den Ork noch spielen. Und man hat auch noch Swords auf der Hand. Ja, für den Damage auf ihn. Jetzt kann er halt nächste Runde entweder... Ach, er kann nächste Runde auf jeden Fall True Name droppen. Naja, genau. Ei, das geht auf jeden Fall. Der Storyteller-Staff triggert auch noch. Hallo? Hallo? Ja, der hat eine 2. Marke. Nö, hat er nicht. Eigentlich schon. Simon vergisst den Trigger. Och, Steffen. Hier wird das Land gespielt. Oh, eine Insel ist natürlich auch strong. Dann ja, True Name für 3. Dass die Mutter wohl leben bleibt. Bap. Hat man Opfereffekte da drin? Fragezeichen. Yes. Dann ist der True Name jetzt noch kein Problem.
Ja, das ist machbar, aber glaube ich, mit einem Sideboard. 400 Edict und eigentlich ist glaube ich, nur ein Sideboard. Liliana zum Beispiel spielt man nicht. Stoneforge ist mächtig. Ja, kostet dann. Ist mächtig. Man ist dann aber auch schon noch 15 Leben, ne? Ja. Fliegendes Bild. Und man hat kaum Länder, leck mich am Sack. Die Länder sind tatsächlich sehr, sehr wenig drin. Man bräuchte halt ein Land mal, das man befreit ist. Das Wasteland tut halt hier ein bisschen weh. Hm. Aber das ist ja bei so Schwarz-Weiß-Decks oftmals der Fall. So, dann sucht man sich Kaldra. Wahrscheinlich. Die andere. Man hat halt sonst noch Lionsash, die macht sonst nicht viel und die Fackel ist auch aktuell. Nee, Lionsash macht nicht viel, gerade wenn man die Swords auf der Hand ja hat. Hast du eigentlich nur Kaldra als Wahl? Ja, dementsprechend Kaldra Bleed und Go, dann wird ein Lord reingelegt, dann wird. Für 5 gehauen. Was? Was? Hat man die Wahl vergessen? Egal. Ja, hat man. Oder man wollte nicht, mit Absicht. Man kann natürlich auch faken, dass man das wollte. Ja. Genau, die kann man ruhig legen, das ist gar kein Problem. Oh, jetzt echt den. Den und dann auf den Trigger den Lord reinballen. Trigger. Genau, schieß. Nicht auf ihn. Auf ihn wäre Dame. Ja, okay, man hat auf ihn geschossen. Ja. Dementsprechend wurde er da überlebt. Man hätte einfach ins Gesicht gehen können. Ja, der Schaden ist was. Das ist jetzt halt. Aua! Der das ist jetzt halt. Der haut jetzt halt für 5. Oh. Ich glaube, da stirbt man gleich einfach da an der Tatsache, dass man kein Land gezogen hat. Yes. Das ist räudig. Yes. Man könnte jetzt natürlich trotzdem angreifen mit dem 2-2-Ork. Dürfte nicht blocken. Der 2-2-Ork kann doch easy angreifen. Die Lords sind doch an sich 2-2, oder? Ne, die sind jetzt 3-3, weil die sich gegenseitig gucken. Ja, ja, aber so an sich sind die 2-2. Also, hätten, also ja, sind jetzt 3-3, also macht der Ork eigentlich keinen Stich. Man bräuchte mehr Mana. Mehr Mana wäre the way to go. Boah, du kannst das Wasteland nicht zünden. Hätte es aber auch gezündet. Echt? Ja, ansonsten wirst du bei Rente dich halt nächste Runde. Und danach hast du halt nichts mehr. Ja, okay, stimmt auch wieder. Du wirst halt zurückgelassen. Ja, okay, spannend. Kannst die Karte ziehen, wenn du willst. Ich glaube, es ist hier wichtiger. Stimmt, ein Lord's Warden. Oh, bitte. Ja, Lord's Warden ist hier wichtiger, aber das ist schon ziemlich ätzend. Ich habe jetzt die Handkarte nicht gesehen, was noch auf der Hand war. Fleisch. Das ist natürlich gut. Das ist das, was ich mir wirklich sehen will. So, da war der Einmanner-Dude. Und ich glaube, ein Lord. Der Einmanner Rishan-Port-Dude, der ist natürlich jetzt auch richtig. Ah, oh, die Dockhand, der tut jetzt auch richtig weh. Das okay, der ist der zieht eine Karte. Zeige ich dir den, zieh eine Karte, schieße ich den Schaden. Nee? Nee, beim Cast ist das nur okay. Nee, das ist ein DB. Das ist ETB und ich wüsste auch nicht, dass das ein May-Effekt ist. May-Effekt ist tatsächlich, ja. Okay, wird doch gerade. Ja, ist okay, da wird gerade Schaden geschossen. So, jetzt habe ich gerade noch nicht gesehen, was man gezogen hat, aber man kann jetzt halt auch einfach mit den True Name reinkloppen und dann den Half-Life in den Gegner fast. Das ist ein Utawara. Das Utawara ist das. Ne, das ist die Fackel, das ist rum. Das ist. 4 nimmt den Nord raus. Oh. Ich weiß nicht, wie man nächste Runde Leben kriegen würde. Ja, okay, wenn man ganze Spiel nur 2 Länder sieht, ist das halt okay. Ja, ja, genau, dann kann das Deck halt auch nicht viel machen. Auf der anderen Seite vom Mehrfolgspieler hier sehr, sehr, sehr souverän runtergespielt, sehr, sehr schön mit den Ländern auch gespielt. Das ist vom Verständnis her, glaube ich, auch nicht das einfachste Matchup. Alleine wegen True Name. True Name alleine macht ja solchen Decks immer schon Probleme. Ja. Ist auch so, ist doch die Frage generell, ob man den jetzt mehr wieder sieht. Ja, da waren Pleco Engineers und ja. Vom Sideboarding her. Boah.
Ja, bei Dead Guy Ale, also Orken Ale, definitiv Removal. Ja, man hat halt noch die, wie gesagt, die kleinen, süßen Pleco Engineers, die sind ganz gut. Opfereffekte wie Lilianas Edikt oder. Nee, Sheoldred's Edikt. Sheoldred's Edikt oder wenn man anders nimmt, halt die Sudden Edikt. Genau, nee, die sind Sheoldred's drin. Okay. Und beim Mehrfolg. Snuffout. Ja, okay. Snuffout ist mein Wort. Mehrfolg hat tatsächlich die gute Mehrfolg-Dame, die hier Shroud gibt. Also nicht Shroud, sondern Ward. Ward 1, genau. Boah, anstatt die Kira. Das ist schon geil, tatsächlich. Oh, Stifle. Ist das ein Stifle? Das ist ein Stifle. Oh mein Gott, das ist ein Stifle. Oh, oh mein was Gott, ist der Mehrfolgspieler ganz widerlich. Geh doch fetchen. Ist das widerlich, ey. Fetch. Stifle. Oh mein Gott. Klatsch. Oh, das tut weh. Das tut wirklich weh. Der war tasty. Vor allem, wenn ich sehe, hat man keine anderen Länder wieder auf der Hand. Ja, da sind wir noch ganz hin. Ganz vorne. Ja. Ja. Das sind Dark Rids und Orks. Bitter. Yes. Das ist ein Tide Shaper. Tide Shaper ist ein Lord. Lord wird direkt umgepustet. Dann wird er halt umgepustet. Ja. Ne? Weg ist er. Ja. Ich glaube, brauchst du dringend Reprint. Boah, 15 Euro oder? Ja, 12 oder 15 teuer. Euro. Bock, Bock, teuer. Und Land? Was sieht nicht mehr Land aus? Ah, das ist immer sehr, sehr schade. Gerade für uns auch so vom Commentary ist natürlich auch nicht das Geilste tatsächlich. Ja. Und natürlich mal hoffen, dass auch ein interaktives Land. Da ist ein Sheoldred-Edikt auf der Hand. Ja, ich hoffe es. Und auf Turn Darkrid. Edikt. Edikt. Floaten. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob ich hier nicht gewartet hätte, bis ich ein Land gucken, ob ich ein Land ziehe. Also ein bisschen mein Zug. Okay, man wird rewarded mit dem Thoughtseize für den aggressiven Play. Und auf 13. Untermara. Diese Tuse muss weg. Diese Tuse muss unendlich weit weg. Und da muss, ist ein Dismember. Und noch ein Lord. Dismember, Lord und der Otawara, was ganz gut ist. Ja, ne? Läuft auf einem Land erstaunlich okay. Auf der anderen Seite, Mehrfolg braucht jetzt halt einfach nicht. Oh, noch mal ein Landdrop, krass. Ach, und das... Eine? Ja. Lord, Lord, okay. Doppel-Lord ist halt auch solide. Das ist machbar. Da ist immer noch kein Land, glaube ich. Swords, ein Lord. Eins Lord? Ja. Puh. Und dann go. Ja, das sind wirklich, das sind halt Sachen, wo man hier jetzt halt glücklich sein kann, dass der Mehrfolgspieler sich entschieden hat, die ohne Westend-Version zu spielen. Mm. Weil die Westend-Version wäre hier jetzt viel, viel, viel vernichtender. Das wäre schon echt das bitter. Der Dude, der plus 1 zu 1 gibt und man jetzt Mehrfolgs opfern kann, um Spells einmal teurer zu machen. Ah, ja, der so gehypt war, als der gespoilert wurde. Der wird immer noch viermal darin gespielt, ist großartig. Welcher Set ist dort? Ja, aber das Dark Red wäre jetzt halt gut gewesen, da ist noch ein Sheoldred's Edikt. Oder ein Ork. Man könnte halt auch einfach warten und dann wenn der Gegner angreift, einen Schaden auf den Dude schießen. Ja, und dann blocken. Und damit beiden blocken. Das, glaube ich, wäre schon die bessere Wahl. Ah. Auch im Face of Dismember, weil wenn der den dann beschützen möchte, muss er dismembern, aber hier wird Sheoldred zurückgesetzt. Ja, dann opfert man den Dude in den Countdown. Hat eine Kreatur wegbekommen. Das war jetzt schon mal Piece A. Ja, so langsam wird man auch gehen. Boah, Alter, da kommt noch einer. Oh, für 3 ist man auf 7. Das sind eine Menge Lords. Aber das macht das Deck halt ganz gut. Mehrfolg ist wirklich gut da drin, einfach von der Top immer einfach runter zu ballern. Ja, das ist halt wirklich mit dem Deck so. Vor allem jetzt, wo die auch den Card Draw haben. Auch hier würde ich jetzt einfach Wastelanden und Go sagen. Und wenn er mit dem 2-2er angreift, den Baumaster mit beiden blocken, dann muss er einen von beiden dismember. Ja. Und man hat dann einfach 1 für 2 getriggert, was einfach gut ist. Genau. Jetzt kommt der Bowie.
Bam, bam. Bam, 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 bam. Genau. Trigger. Ja, Trigger am ETB, das ist so stark, dass sie den ETB hat. Und dann. Ja, schießt man einen Schaden. Hat man den Schaden ins Gesicht geschossen? Ja. Warum? Weiß ich auch nicht. Was ist da passiert? Nee, da gibt kein Dude Stroud, oder? Nee. Hä? Ich verstehe es auch gerade nicht. Ich bin grad ein bisschen verwirrt. Ich glaube, die Spieler sind auch ein bisschen verwirrt. Hier würden wir einfach 3 Schaden safen. Okay, dann hätte ich lieber die 3 Schaden genommen und 2 davon getötet. Dann wären wir jetzt auf 4 und hätte noch den Lord vor sich. Das war's. Das wäre besser gewesen, wenn man da drauf geschossen hätte. Ja, man fährt jetzt für Stormforge. Also wenn man jetzt All-In geht, fängt man wirklich an, All-In zu gehen. Ja, macht am meisten Sinn. Du hast noch einen Bowmaster und noch... Ja, Shelly. Also Edikt. Shelly. She-Holded. Pure She-Holded, die Apocalypse. Ja, kann man auch spielen. Die kann man auch spielen. Die gibt immer ein Leben wieder. Wenn die überlebt, bis man dran ist. Das Problem ist, wenn man jetzt fetchen geht, was man jetzt gerade tut. Gib mal auf 3. Auf 3. Was halt gefährlich ist, wenn dann ein Lord kommt, ist halt um. Force Hardcast hat man nicht. Days reicht auch. Ja. Aber deswegen wäre ich halt eher die Idee hinzugehen und die Stormforge zu spielen. Und noch den Baumeister. Mit dem Baumeister endlich den richtigen Lord abzutöten. Ja. Und dann halt hinzugehen und zu sagen, hey, ich block einfach. Oh. Hier eine Shelly zu droppen ist halt super gefährlich. Und okay. Kann aber funktionieren. Das war eine Ätherfiole. Frage, was man sonst noch hat. Einmal eine Ätherfiole, das ist okay. Das ist die Turn 30 Ätherfiole, die gute. Und jetzt aber darf aber wenn jetzt der Go kommt, dann kann man das noch Lord lassen. Und ist tot. Genau, Lord ist tot. Spannend. Okay, go. Jetzt kann man es also reißen. Gut. Wow, hat der Schwein gehabt. Yes, geht man auf 5. Sehr, sehr aggressive Plays. Also das Play mit dem Baumaster gerade eben verstehe ich wirklich nicht. Nee, aber da wird aber wahrscheinlich ein bisschen Erfahrung gefehlt haben. Der Baumaster war bei diesem Gameplay noch nicht so lange draußen tatsächlich. Stimmt. Ja, stimmt auch wieder. Stormforge, rückt man Stormforge. Stormforge holt die Jitte, die auf Sideboard reingekommen ist. Sideboard-Tag. Oh, da freut sich der Erfolgsspieler. Mm-hmm. Oh, die Jitte auf eine She-Aldred. Mm-hmm. Das schmeckt. Ja. Hier sagt man einfach go. Jo, drain 2 Leben. Jetzt ist halt auch der Punkt erreicht, wo man sagen kann, man selber kann warten, weil der Gegner wird verliert Leben, man selber bekommt Leben. Gefährlich wird es halt so eine Art True Name oder so, der wird halt gefährlich. Aber gerade die Jitte bringt ja auch nochmal Leben rein. Also das war ein super gefährlicher Deal. Jetzt würde ich aber auch mit dem Bowmaster. Ne, doch nicht. Wartet nicht auf den mit dem Bowmaster. Oh. Vielleicht war das ein End of Turn. Ja, meine ich ja. Ich hätte mit dem aber, glaube ich, gewartet. Ich nicht. Ich hätte jetzt auch einfach reingeknallt. Jetzt gibt man den Driver Seat. Den Fetch hätte ich nicht gemacht, weil wofür brauchst du nochmal einen Länder? Du willst keinen Länder ziehen, das ist korrekt, aber jetzt ein Land zu ziehen gibt Schlimmeres. Vier Scrublands. Eins der brauchst du in dem auch. Ja, that guy war immer schon sehr, sehr, sehr Scrubland. Ansonsten, was man jetzt auf jeden Fall ziehen will, ist Removal vielleicht. Oder was jetzt richtig sexy wäre eine Staff Storyteller. Erstmal aktiviert man Stormforge. Ja, dann kommt die. Dann legt man wahrscheinlich auf den Ork-Army. Weil allein dafür ist es jetzt schon nice. Man kann den Ork-Army jetzt einfach sterben schicken. Du kannst ihn sterben schicken und dann... Wie einfach ein Lord davon entfernt war zu sterben. Jupp. Okay, Shelly wird equipped, sparen. Das... Aber jetzt kann man einfach doppelt blocken. Wirklich interessant. Jetzt kann man auch einfach doppelt blocken, wenn die Shelly stirbt. Hat man jetzt gerade seine Win-Option aufgegeben? Da wird noch... Ja, tun. Jitte ist auch eine Win-Option. Ja, true. Oh. Das ist spannend.
Ich meine, jetzt ein True Name und es wird halt wieder spannend, aber True Name macht halt auch nur 3 Damage. Mhm. Ich interessiert mal die Handkarte, die da noch ist bei Orken. Ja. Das ist der Rishan Port Dude. Das bringt nicht mehr so viel. Ja, der bringt eigentlich gar Wasteland nichts mehr. Wasteland Dark Red. Ah. Wasteland. Ja, kannst du beides West. 2 Wastelands. Ja, cool. Dann bist du weg von. Okay. Okay, auf die Ork Army. Beat mit der Ork Army. Ja. Alle. Kannst du auch machen. Ja. Geht dann mit 4 Marken. Das ist safe jetzt durch. Jupp. Das ist der Moment, wo der Swing kam, wo man halt wirklich all in gegangen ist. Rewarded dafür wurde. Und das Game zurückgezogen hat. Es wäre ein einfacher Weg gewesen, wenn man nicht ins Gesicht gepinkt hätte. Jupp. Aber es ist auf jeden Fall möglich. Das sind 2 Schadenport-Dudes. Die machen beide nicht viel. Denke. Außer sterben. Ja. Ich denke, hier kann man das. Beziehungsweise die nehmen halt Marken von der Jette runter. Oh, das ist der. Nee, das ist noch nicht mal der Schadenport. Das ist der Witz von der Insel-Dude. Ach, der mit Kicker, ne? Ja. Und da ist der Schadenport. So, und dann pinkt man die tot. Oder lässt du? Ja, okay, man kann auch erstmal in seine Runde gehen und gucken, ob er mal Removal zieht. Mhm. Damit man den Pump noch hat. Mhm. Ist ein Land gekommen. Ist natürlich auch gut. Er ist halt 2-2 beide. Ja, da gehen beide. Gehen beide. Beat für 3. Setzt den Loop wieder auf 2. Go. Jo. Das ist halt dieses ganz normale Runterkontrollieren von Stormforge-Jitte, was man einfach schon seit wie vielen Jahren jetzt gewohnt ist? 10, 20? 20. Bam. Würde ich spontan sagen, 20. True Name ist jetzt auch nicht mehr so relevant. Nee. Außer, dass man halt jetzt in den Standoff geht. Ja. Der True Name muss angreifen in irgendeinem Moment. Der Ork Army. Nee, die Ork-Army kann nicht mehr angreifen. Nee, der Ork an sich auch nicht. Und der Tuning muss auch nicht angreifen. Deswegen, also jetzt ist man hier in einem Standstill. Maxing Standoff, super. Jetzt kommt halt die Frage, wer zieht die besseren Karten von der Top? Das war, glaube ich, keine gute Karte. Das war das Land. Ja, das war die Motorwald. Schön verstecken hier, damit nicht Questland wird. Hat nicht geklappt. Tried so hard. Noch mehr Land. So, mismatched Basics. Stimmt. Wird instant eine Karte gezogen. Eine Karte. Pink. Trigger. Auf 6 und der Dude ist 2-2. Ja. Uff. Was war das? Nee, der andere. Das ist der Schaden-Dude. Ach, der ist dort wie Schaden. Ah, okay. Sieht genauso aus wie die andere. Oh, da ist ein Swartz. Ja, aber das bringt dir auch nicht so viel. Das ist halt. Es ist schon wieder in so einem Ding, wo eine gute Karte von der Top halt echt ticken kann. Mutterwald. Das Land. Ja, Länder haben beide genug. Ja. Das ist ein Ork. Das ist ein Bowmaster. Interesting. Reanimate. She orbit. Wow, das ist ballsy. Oh. Ja, okay, die Jitte gibt Leben. Ich hätte wahrscheinlich einfach den True Name vom Gegner genommen. Ja! Ich hätte einfach dich. Den True Name vom Gegner genommen, wahrscheinlich. Ja, wobei die She-Orbit geht nicht an dem True Name vorbei. Wenn er jetzt eine Kreatur gezogen wurde, geht man in den nächsten Step. Genau dasselbe wieder. Yes. Jetzt hat man wieder genau dasselbe. Jordan tötet jetzt halt passiv, wenn sie nicht angreift. Und man aber, gibt noch Leben, aber der True Name hätte jetzt nächste Runde einfach Ende gemacht. Man wäre auf 3 gegangen. Der True Name vom Gegner hätte angreifen müssen. Man hätte 2 Leben gemacht, man hätte gepumpt, hätte ihm 5 Damage. Die Geodrit macht halt jetzt den langsamen Quellenden, wir stehen hier und du stirbst langsam tot. Da ist noch einer auf der Hand. Geodrit von der Top. Headset Reanimate gar nicht haben. Ja, das weiß man ja nicht. Gehen wir auf 3. Dann go. Oder? Ne, die Ole für den. Sieht man noch eine Karte. Und wird gepinkt. Ja, warte, die haben keine +1/+1. Ja, ja. Auf den kleinen Loot, genau. Mhm.
Man kontrolliert es nur noch runter. Jetzt der True Name natürlich kommt, ist nochmal eklig. Oh ne, jetzt ist hier. Ward Tusse, ja. Ward Darmetide. Jetzt kannst du mit allem rein. Ah ne, das sieht Chiholdred nicht. Doch, kannst du auch. Kannst du mit allem reinrennen? Hat noch einen Baumeister auf deinem, glaube ich. Ja, wird mit allem reingerannt. Ja, weil man kann die Chiholdred von der Top legen. Du musst, leg einfach vor den Baumeister, macht beides einen Schaden und der Baumeister macht mehr als die pure Stoneforge. Kannst den Army-Token retten, wenn du willst. Hoffentlich. Das macht keinen Unterschied. Nur, dass er da noch Marken kriegt. Okay, so stirbt die Chiholdred. Macht aber keinen Stich. Nee, stirbt auch nicht. Also wenn man jetzt hier einfach zwei Marken von der Jette runternimmt, zwei Mana bezahlt und dem Duden das Summoners 2 gibt, kriegt die Chiholdred nur 4 Damage. Jupp. Und sie überlebt den ganzen Mist schon. Wenn man das sieht, das ist die Frage, weil Jette ist ja immer so ein bisschen knisselig. Ja, plus man hat auch einfach direkt den Punkt, dass man hat die Chiholdred auf Flanke. Ja, ja. Deswegen muss man die so abschützen. Die geht, dann spielt man das Darkrid. Zeigt dem die Chiholdred. Man kriegt aber noch Schaden, bitte, danke. Ja, und dann kriegt man noch Marken auf die Der Chiholdred. Geht auf 1 und dann. Dann kriegt man keine Marken auf den Chiholdred. Weiß ich nicht, weil die Chiholdred ist eher als besiegelt. Ja. 1-1. Das ist halt genau das Game State, das man eigentlich nicht haben will mit Rock'n Ale, wenn man eigentlich verliert. In dem Matchup, wo man anfängt, herumzugrämern, sag ich mal, und versucht, ein besseres Midrange-Deck zu sein wie ein Midrange-Deck, ist es halt schon schwierig. Merfolk ist ja dafür bekannt, einfach den Sargnagel drauf zu knallen. Ja, ja. Da ist ein Reanimate, da ist ein Phyrexian Revoker, da ist ein Darkrid. Du meinst Phyrexian Revoker? Phyrexian. Du meinst Black Engineer? Black Engineer, ja, Phyrexian Stuffer. Mehr Phyrexianer halt in irgendwelchen Arten. Eine Dockhand. Ja, jetzt wird's doch spannend. Ja, das ist schon mal ziemlich wirklich. Wenn der jetzt Game 1 nix. Wenn jetzt Game 1, Turn 1 nämlich nichts macht. Hast du nie wieder was. Könntest du jetzt aber Darkrid, du Plego Engineer spielen? Oh ja, das wäre spannend. Ist halt ein 1-2er, ja, der Dockhand. Dementsprechend macht er trotzdem nächste Runde das Mana-Stealing. Der war jetzt mal hinten. Yes. Ah, was ein unfaires Tier. Gute Karte. Da ist noch ein Lord, den kann man auch spielen, der hat auch kein Problem. Da ist ein Darkrid. Und da kommt der Plague. Plague Engineer, bestimmt auf Humans, oder? Jellyfish. Ja. Ei. Drawland. Man kann das, oh mein Gott, man kann das Land zu der Insel machen. Man hat den Dude benennen. Oh, fuck it. Yes, do it. Do it. Oh. Warum sollte man es nicht tun? Es gibt keinen Grund, das hier nicht zu tun. Der kommt rein und beim Casten gibt er dem eine Insel und dann ist der 2-2. Ah, das wird hier nicht groß. Oh, das wäre so gut. Oder ist es, wenn er in das Battlefield, if it was kicked. Dann wird es nämlich tatsächlich sterben. Kicker checkt doch eigentlich immer beim ETB, oder? Das kann sein, auch im Cast. Wie heißt denn der Dude überhaupt? Mehrvolk. Mehrvolk. Ich könnte jetzt sagen, irgendeiner in den Kommentaren wird sie geschrieben haben, aber das hilft dir jetzt nicht. Nee, nicht wirklich. Tight Hollow Shaper heißt der, glaube ich. Da wurde der Ork benutzt, um den Lord abzuknallen. Das funktioniert halt sehr, sehr gut. Dann Plague Engineer. Ja, Plague Engineer macht da eine Menge. Na, ist ein ETB. Okay. Dann kommt der Marke drauf. Tide Shaper. Ja. Das ist der Sumpf oder geportet. Lang nichts mehr geportet gesehen. Mein Herz geht ein bisschen auf. Duel, Stoneforge. Hier ist der Driver Seat. Eindeutig beim Ork and Ailman. Little Go-Go Party Bus. Yes. Jetzt wird's ekelhaft. Ziemlich schnell, ziemlich eklig. Ja, für mehr Erfolg. Sein Mehrvolk hat irgendwas dafür reingebracht. Manchmal spielen wir eigentlich eine Artefakt-Feld.
Aber gute Fuck Bouncer oder was? Nee, so ist ein Nile Rod oder so. Weil dann nimmst du einfach von den Dingen einfach runter. Von der Interaktion. Ja. Hier gibt es einmal für 4. Dann geht man mal auf 12. Hm. Wenigstens hat jetzt der Mehrfolgmann auch mal Turn 3 oder so mehr als 10 Leben. Nicht der Mehrfolg, der Orken Illmann. Das stimmt. Das Deck haut sich selber ganz gut in die Sicht. Ja, okay, eben auch mit dem Snuff-Out. Ja, Snuff-Out, Grief, Reanimate, das ist auch gut. Das tut alles ganz gut. Deswegen, das tut wie man ist manchmal überlegen, daran auch Bitterskull zu spielen. Alleine wegen den Live-Gain, aber... Ja, wäre halt auch... Wäre schon sweet, dafür ist aber dann auch die Line Sash irgendwie da, die zieht ja auch. Die gibt kein Leben. Die keine Leben? Das ist nicht so wie bei. Wie beim Us. Us, genau. Ah, ich dachte immer, die gäbe Leben. Ja, aber dafür hat sie halt Reconfigure. Ja, die ist selber noch eine Kreatur. Genau. Unauslösbar. Gut, Wie ist das eigentlich bei Reconfigure, wenn die von der Kreatur runter... Kannst du die von der Kreatur runter equipen? Ja. Witzig. Und wenn die Kreatur stirbt, bleibt die Kreatur halt wie eine Außenstuhl liegen. Das heißt, die krabbelt auf den Dude drauf und dann kann die auch von dem Dude runterkrabbeln. Richtig. Muss einem bestimmt Gänsehaut geben. wenn sie das mal irgendwie in Arena oder so umgesetzt. Da kommt eine Kaldra. Die schmeckt. Der nicht eben Jitte rausgesucht? Ja. Ah. Kaldra war auf der Hand. Das war ein Big Surprise, glaube ich. Ja, das ist jetzt. Sechs Leben. Das ist jetzt Surprise Bud 6. Da hilft auch kein True Name, weil Kaldra hat ja Trampel, das heißt, sie geht über die Verteidigung weg. Jupp. Ich glaube, überlegt man, ob man noch die zweite Stormforge spielt. Ich würde es auf jeden Fall tun. Einfach nur, um sicher zu sein. Ja, und vor allem jetzt kann man im Driver's Seat tatsächlich einfach die Fackel rausholen. Die Torch. Ja. Trailblazer Torch? Trailblazer Torch, genau. Oder man hat die rausgenommen für den Lion Sash. Vielleicht immer noch Lion Sash und also auf jeden Fall die Torch. Ich glaube, man hat nichts mehr zum Suchen. Ja, man hat nichts mehr zum Suchen. Alles klar. Hat man halt einen Buddy Lean. Ja, 1, 2 Buddy. Mehrfolg hat auch irgendwie wenig Land. Ja, wenig Land, aber selbst mit mehr Länder wird man hier jetzt nur noch versuchen, den Kreaturen bieten. Also die Kreaturen-Damage hochzuhalten gegen einen Jitte ist halt fast unmöglich. Ja, und alles leidet an dem Black Engineer. Genau, alles leidet an Black Engineer. Man hat die Kaldra, die mit Trampel jetzt rüberkommt und mit dem Trampel auch Damage macht und damit auch Jitte fuelt, selbst wenn man einen Tunnel macht. Ach ja, stimmt. Deswegen, also das ist ganz, ganz hart im Orken. Ey, das zeigt hier gerade richtig schön, was Schwarz und Weiß in Kombination machen können. Das ist so die Version von Death in Texas, die ich spielen würde. Hauptsache Schwarz drin. Horses und Grease. Das klingt nach dir, ja. Ja, keine Handkarten, kein Spaß. Zumindest auf der anderen Seite. Das war für niemand. Das ist ein Dude, der Card Draw macht. Das ist natürlich gefährlich. Hat man einen Lord? Zeigt einen, zieht eine Karte. Ping, Tab. Das hätte man kommen sehen müssen. Lord, ja, okay. Luck. Den hätte ich, also... Ja, aber das, man muss es trotzdem versuchen, weil es kann sein, dass Mehrfolg ist ja ziemlich verzweifelt, meiner Meinung nach. Und hier kann man ruhig mal drauf schießen und schauen, ob er überhaupt was machen kann. Auf der anderen Seite, der Schaden ins Gesicht wären dann halt 4 gewesen und dann muss er die Kaldra blocken. Die muss er so oder so blocken, die ist 5-5. Ach stimmt, ja. Die Better-Skull war ja 4-4. Ja. Spannend ist es zum Beispiel, wenn wir jetzt einen Rubelspell wie Fatal Push oder sowas ziehen. Das wäre jetzt halt richtig spannend. Oh. Weil dann kann man halt mit der Kaldra angreifen, kann halt Dinge tun. Ja. Aber jetzt kommt hier Jitte, Crypt of Kaldra. Oh yeah. Und, ja, dann kann man halt zuhören. Jetzt wird's wieder nicht. Ja, jetzt, das ist halt... Uff. Das ist halt vorbei. Ja, meiner Meinung nach auch. Ich kenne dann nicht mehr viele Karten, die da was gegen tun. Block für 2 Damage. Das heißt, man geht auf 2 Leben. Uff. Nur 3. Da wollen wir auf 5. 2, 3. Ja, das ist richtig. Der ist richtig. Der ist 1, 2, kriegt minus 1. Ach ja, das ist die Docker. Genau. So, dann killt man den für 1.
Und dann den anderen? Für eins. Und dann sterben die anderen. Und dann ist das komplette Board weg. Wow. Mit einem Angriff. Yes. So lobe ich mir dort. Ja, ja, ich glaube, wir können hier schon fast mit der Abmoderation beginnen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr freut euch über mehr solche Matchups. Und ja. Wenn ihr das Video mögt, könnt ihr mal Daumen da lassen, Kanal abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Das FSK 18 Video gucken. Das FSK 18 Video gucken, Dom ist immer noch sehr stolz darauf. Das ist auch ein einziges nicht monetarisiertes Video, by the way. dementsprechend, ja, hier wird noch ein bisschen rumgespielt, Kaiserin. Ja, das ist jetzt halt auch irgendwie nur... Einfach rum, man kann der Kaldra jetzt noch Wassernkalt, glaube ich, geben. Nee, Erstschlag. Oder, nee, Erstschlag hatte ich schon. Ja, aber dann gibt man halt nochmal Erstschlag. Ja, und plus dann geht's dann halt hauen für 6 und dann ist halt um. Ja, ich hoffe, ihr hattet sonst einen wunderschönen Tag. Bei uns hat es heute hart geregnet. Ich weiß gar nicht, was man hier erzählen soll. Das Spiel ist einfach... Ist scheiße schwül raus. Ich mag es nicht so, wenn Leute immer rumtrollen. Ich mag es aber nicht, wenn Leute zu früh kassieren. Gut, ich hoffe, ihr habt Spaß. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ich hoffe, du hattest trotzdem Spaß. Ich fand gerade das zweite Game war richtig strong.